Weihnachtsmarkt im Bergwerk. Ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt lud am dritten Adventwochenende ins älteste Bergwerk im Salzburger Land. Bei der Premiere vom Schwarz-Leo-Advent in Leogang wurde einiges geboten. Von hausgemachten Köstlichkeiten über allerlei Selbstgemachtes bis hin zu Einblicken in die harte Arbeit der Bergmänner von anno dazumal. Das malerische Schwarz-Leo-Tal in Leogang war am 10. und 11. Dezember Schauplatz vom Schwarz-Leo-Advent. Zu Fuß oder mit einer romantischen Kutschenfahrt ging es durch die frisch verschneite Winterlandschaft hinein zum Unterberghaus, wo ein besinnlicher Adventmarkt und hausgemachte Köstlichkeiten warteten. Der kleine feine Adventmarkt beim Unterberghaus versprüht einen ganz besonderen Charme. Das liegt sicher auch am geschichtsträchtigen Boden, mitten im ehemaligen Leoganger Bergbaugebiet. Auf die Spuren der alten Bergmänner konnten sich auch die Besucher vom Schwarz-Leo-Advent machen, öffnete das Schaubergwerk doch extra seine Pforten. Meter um Meter ging es durch die handgeschrempften Stollen in den Berg hinein, begleitet von interessanten Geschichten. In der Schrattenbach-Zeche wartete dann das absolute Highlight, fanden hier im Rahmen des Schwarz-Leo-Advents doch Lesungen und kleine Konzerte statt. Musik unter Tage war für die Besucher definitiv ein besonderes Erlebnis, das man so nicht alle Tage hat. Also wirklich, das war zauberhaft da drinnen. Ja. Gell, der Cello, das war super. Und bei der Begrüßung schon die Hornbläser. Ja, Gänsehaut, Gefühl. Weihnachtliche Gefühle unter Tage. Ein Zusammenhang, der nicht von ungefähr kommt, spielte Weihnachten bei den gläubigen Bergknappen doch eine große Rolle. Gerade am Heiligabend ist dann die Nachmittagsschicht zur Hälfte abgebrochen worden. Da hat also der Hutmann dann geklopft, also Klopfzeichen gegeben, das heißt Schichtende. Da war erst die halbe Schicht aus und man ist dann rausgekommen und das war die sogenannte Mettenschicht. Das war eine halbe Schicht und der zweite Teil dieser Schicht ist dann genutzt worden, um das ganze Jahr nochmal im Rahmen dieser Knappschaft-Zusammenkunft dann ein bisschen Revue passieren lassen, was man heute auch macht im Rahmen der Barbara-Feier. Und der Hutmann hat dann noch eingeladen zu einem Essen in sein Haus. Zu essen gab es auch beim Schwarz-Leo-Advent genug. Von süßen und sauren Krapfen bis hin zu Bohnenknödel mit Sauerkraut hat sich Unterberghauspächterin Silvia Gruber einiges einfallen lassen. Es fehlte also an nichts und so war die Premiere vom Schwarz-Leo-Advent letztlich ein Erfolg auf ganzer Linie. Ja, sehr gelungen. Also wir haben ja eigentlich gar nicht wirklich Erwartungen gehabt. Wir haben die Veranstaltung, den knappen Advent, in einer anderen Form da beim Schaubergwerk Unterberghaus immer schon gehabt in den letzten Jahren und haben uns aber dann heuer was Neues überlegt. Ich glaube, das ist total aufgegangen. Wir haben einen sehr guten Besuch und freuen uns hoffentlich schon auf eine Fortsetzung nächstes Jahr.